Yo Leute, was geht? Willkommen zu meinem neuen Part von Mario Party DS. Im letzten Part haben wir Toadettas Musikstube gespielt und jetzt kommt die Kässteinstatue. Die wahren wackeren Winzlinge durchwandern einen wild durchwucherten Wald. Doch da Diddy Kong hat er sich auf einmal seinen Weg zur Bowser's Burg verlaufen. Der Kleine ist ganz außer Atem und springt in wilder Affenpanik umher. Als er sich beruhigt hat, erzählte er den Helden von dem furchtbaren Ereignis. Donkey Kong wurde zu Stein verwandelt durch Knochentrockens faulen Zauber. Ob DK wohl der Alte wird, wenn den beiden Schurken das Handwerk gelegt wird? Niemand will die Chance ergehen lassen, den Helden zu spielen. Und wieder soll der bessere Sternsammler einen großen Kampf beschreiten. Du willst Knochentrocken sein, Toad? Dann werde Superstar. Ja, Toad! Werde fick nochmal Superstar! Hast du es verstanden? Letztes Part war's knapp, okay? Also, schaffe es! Ich darf jetzt weiter würfeln, okay. Und zwar, ich muss dir was gestehen. Und zwar, es kann sein, dass mich mal viele Sachen nicht überraschen werden, was passieren würde. Denn ich muss aber was gestehen. Und zwar, ich nehme die Aufnahme zum zweiten Mal auf, weil im ersten Mal habe ich bis Runde 8 oder bis Runde 9 gespielt. Und, ja. Was soll ich sagen? Es war einfach so, in mein Aufnahmeprogramm hat sie einfach, ist einfach eingefroren. Bei einem Minispiel. Ist einfach, bitte nicht an mein Aufnahmeprogramm. Deswegen ist einfach eingefroren. Und ja, ich muss von vorne starten. Deswegen, nicht wundern, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, Daisy ist da oben und so. Also, ich werde wahrscheinlich weniger überrascht wirken und so, aber so ist es halt. Wenigstens war ich so schlau und habe ein Safe State davor gemacht. Damit, falls sowas, mal nochmal passiert, dass ich nicht alles von vorne spielen muss, so wie beim zweiten Part. Im dritten Part, weil ich den erst Brett und so, ne? Ich habe das schon im dritten Part verzählt. Das Besondere an dem Brett ist, dass es nur da Sterne gibt. Und zwar, Sterne, der Stern bleibt immer da. Und du kannst auch so viele kaufen, wie du möchtest. Okay, das ist interessant. Okay, Charaktere und der Reihenfolge bleibt das gleiche, aber die Würfelzahl ändert sich. Das ist interessant. Weil ich im Ding hat Daisy bis zum Itemshop im ersten Runde geschafft, aber hier nicht. Okay. Deswegen kann ein bisschen sein, wenn ich ein bisschen angepisst bin, dann wisst ihr auch warum. Ich fand es schade, dass die Aufnahme wirklich abgebrochen ist, weil die war schon ein bisschen legendary, auch wenn ich nachspielen musste, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber hey, war für Lacher ganz gut, ne? Und ja, ich hoffe und ich glaube, das ist auch so, dass mein Aufnahmeprogramm jetzt synchron aufnimmt, nicht asynchron, so wie letztes Mal. Ich entschuldige mich wirklich dafür, aber ich konnte wirklich nichts dagegen tun. Deswegen mussten wir es halt so mal hinnehmen. Aber zum Glück war der Boss wenigstens nicht asynchron. Deswegen hoffe ich, dass alles synchron bleibt. Wie gesagt, Pokémon Blattgrün habe ich aufgenommen, da war alles synchron vorgestern. Also hoffe ich mal zumindest, dass heute auch alles synchron bleibt. Steuere deinen Schutzflughelden durch die Symbole, die auf dem oberen Bildschirm angezeigt werden. Jedes Symbol hat eine bestimmte Farbe. Vielleicht kannst du schneller reagieren, wenn du auf die Farbe statt auf die Symbole achtest. Ja, das ist ein super Tipp. Mit Steuerkreuz bewegen. Okay, ich dachte mir so, warum springen die nicht? Okay, rot. Ich werde die Farben eher merken wahrscheinlich. Und gelb. Gelb ist da. Gelb ist da! Okay. Sogar gab es zwei Gelb da. Wieder Gelb. Gelb in die Ecke. Genau. Super Toad. Stolz auf dich. Blau, 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 blau. Schubs mich nicht immer weg, ihr Wichser! Quell! Was ist das für ein Scheiß? Ohne Witz, ich hätte es immer geschafft. Aber nö, die schubst mir alle weg, diese Arschlöcher, Mann.
Ruhig bleiben, in der Ruhe liegt die Kraft. Eigentlich ist das mein Lieblingsbrett in dem Spiel, weil ich finde es geil, dass du nur im einen Platz einen Stern holen kannst. Aber das ist auch ein Brett, was mich am meisten aufregt, wenn ich ganz ehrlich bin. So. 10. Oh yeah. Ist ein Itemladen? Ja, natürlich. Okay, ich hole mir nur einen Doppelblock erstmal. Und das reicht mir fürs Erste. Ich muss mich wirklich beruhigen, weil ich bin allein schon ein bisschen tiltet, weil ich möchte kein Geld geben, ey. Gib mir das Geld, weil ich letzter bin. Weil ich noch aufgeregt bin von letzter Mal wehe, du Arschloch, du Wichser! Du gehst nicht mal da hoch! Meine Fresse, ey! Dräng mich hier auch mehr auf wie im Ding! Obwohl sogar Daisy am Gewinnen war im letzten Brett, ne? Die hatte einfach 5 Sterne gehabt und ich irgendwie nur so 3. Beziehungsweise wir hatten 4 gehabt, alle sie ein Duell gegen mir gehabt und ich hatte sogar verloren. Deswegen bin ich auch teilweise froh, dass ich nochmal nachspielen muss. Bis er nochmal das spielen muss, aber ich glaube, da werde ich teilweise nochmal aggro wie ein Ding. Deswegen. Pistenflitzer. Fege in deinen Löffelschlitten den Hang hinab. Kurven bremsen dich ab, also steuere rechtzeitig dagegen an. Aber ich bin wenigstens alleine. Kratzt du die Außenseite der Bahn entlang, so verlierst du das Tempo. Achte auf den Pistenverlauf und dirigiere dich rechtzeitig in die Kurve. Mit L und R bewegen. Okidoki. Ich bin wenigstens alleine. Das ist vielleicht besser, weil die Computer reagieren immer viel zu spät. Meine Angst ist immer, dass ich zu früh reagiere. Und Kurve da. Zack. Es schaut sehr gut aus bis jetzt. Und. Yeah, Full Speed. Auch wenn es ein bisschen laggt bei mir. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme so ist. Weil eigentlich habe ich immer gesehen, wenn es bei mir laggt, dann laggt es in der Aufnahme nicht. Und boom! Geschafft! Weil der Spiel ist immer so, dass es ein bisschen laggt. Auch weil ich jetzt ein bisschen die Grafik hochgeschraubt habe beim DS. Deswegen, ja. Das habe ich euch im letzten Part nicht verzeiht. Aber... Beziehungsweise Part 3 habe ich nicht verzählt, aber ich habe jetzt beim DS die Grafik ein bisschen hochgeschraubt. Das heißt, es schaut jetzt ein bisschen besser aus. Ist nicht mehr so pixelig. So, einen Stern kann ich mir schon holen. Das ist sehr, sehr gut. Hol deine Scheiße. Nein. Daisy, du Mistgeburt! Nächstes gehe ich hoch. Ja, nächstes Mal Spiel gewinnen und dann Doppelblock einsetzen. Ja, natürlich. Ja, komm. Wird supported as fuck. Ich werde nur verarscht as fuck. Kampf in dem Spiel. Ja, Mann, ich brauche von euch allen Münzen. Bitte was Gescheites, bitte was Gescheites. Natürlich ein Glück. Ey, immer das Kampf-Glücksspiel, ey, da habe ich langsam keinen Bock mehr drauf, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ey, ohne Scheiß. Da habe ich keinen Bock langsam drauf. Give me the five! Give me the five, hab ich gesagt! Wehe, Mario 5!
Außer es da. Ich schaue mal vielleicht, wo die Karten an. Vielleicht kann ich es noch sehen. Okay, Daisy. Ja. Okay, 5. Nicht schlecht, nicht schlecht. Yay, ja, genau. Luigi 3, okay. Und Mario. 4. 7, 7, 7. Scheiße. So, komm, nimm mal eine obere, bitte, bitte. Okay, Daisy ist eigentlich letzter. Müsste letzter sein. Yes! 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 Glück! Spiel gewonnen! Oh yeah! Boom! Boom! 17! In dem fucking Glücksspiel gewonnen! Give me the money! Ja, 15, ey. Ich hab nur 30 Münzen und das reicht. Nee, oder? Warte, wie viel Kohle hab ich? Ah, nur 24. Ist zu wenig. Ja, du vermasselst es wieder. So wie vorhin, ey. Daisy? Daisy? Es ist nicht dein Scheißernst, oder? Ist typisch. Ja, und jetzt die Zähne. Leckt's mich am Arsch. Nein, die Mütze, aber diese verfickte Bitch mir alles versperrt hat. Ohne Witz, Daisy, du regst mich so auf. Nein, Luigi, gib ihr keine Münzen. Gibt's doch nicht! Auf jeden Fall die Kohle. Die Kohle war auf jeden Fall. Nein, ich bin nicht Salty! Nein, du sollst am Fass drauf landen, mit Daily 5 Münzen verlieren! Damit sie endlich mal das kapiert! Meine Fresse! Immer wenn ich vom Stern bin! Nee, ich bin der Einzelne. Fick. Scheiße. Ich muss für den Knopf drücken. Ah! Button Smashing! So, komm. Mir ist es nicht wie verloren. Komm, Mario, jetzt gehst du auf meine Seite. Nein! Fuck! Wenigstens hast du Mitleid.
Luigi, mach genau dasselbe, was du mit mir gemacht hast. Und dann noch niedrig würfeln, ha? Das gibt's aber echt nicht. Jetzt erwisch endlich mal die Scheiße, nicht mich! Verdient, Daisy! Verdient! Für den ganzen Scheiß hat sie nicht verdient, den Stern zu bekommen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Quietsche Quartett. Das schlimmste Minispiel zu dritt, ey, ist... Nee! Ey, das Spiel ist so jetzt gegen mich. Ich hab gesagt, ich hasse dieses Minispiel. Luigi, bitte überlebe es bis zum Ende. Bitte überlebe es. Überlebe es. Überlebe es. Überlebe es. Luigi Senpai, überlebe es. Fick dich. Ja komm, ich finde, da halt zu dritt hast du eh verloren in dem Minispiel. Wenn ich ganz ehrlich bin, da hast du ganz und nur verlieren. Ich habe immer das Pech. Entweder bin ich alleine, wo man nicht alleine sein sollte, oder ich bin zu dritt, wenn man nicht zu denen zu dritt sein soll. Mann, das ist so ein Scheiß.